Das überspringen. Also Aufgabe 2 haben wir die Scheitelwinkel bereits gemacht. Wechselwinkel ist so ähnlich. Das überspringe ich jetzt mal. Und die Innenwinkelsumme im Dreieck haben wir auch bewiesen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal zur Aufgabe 4, zum Mittelsenkrechten. Wir beweisen, dass die Mittelsenkrechte einer. Nee, Quatsch. Erstmal kommt die Definition, was ist eine Mittelsenkrechte? Na? Eine Mittelsenkrechte einer Strecke AB ist die Gerade, die durch den Mittelpunkt von AB geht und senkrecht auf AB steht. Das ist eine Mittelsenkrechte. Vielleicht hier nochmal die Begriffsklärung. Wir haben eine Strecke, das ist ein endliches Objekt, ja? Eine Linie, die zwei Enden hat, eine gerade Linie, die zwei Enden hat, die mit Eckpunkten A und B benannt sind. Und die Mittelsenkrechte ist aber eine Gerade, das heißt, die ist unendlich lang. Ja? Die geht durch den Mittelpunkt von AB und steht senkrecht da drauf. So, und jetzt ist zu beweisen, jeder Punkt P auf der Mittelsenkrechten einer Strecke AB hat denselben Abstand von A und B. Also jeder Punkt auf der Mittelsenkrechten hat denselben Abstand von A und B. Was ist die Ausgangssituation, von der wir ausgehen? Man muss immer überlegen, was ist die Situation, von der wir ausgehen, und dann zeigen wir etwas. Jeder Punkt P auf der Mittelsenkrechten einer Strecke AB hat denselben Abstand von A und B. Was haben wir denn jetzt hier gegeben? Nee, mach du, ja. Vielleicht näher ranhalten. Ja, Wir haben eine Strecke, auf der Ja. ein Punkt A und B heißen. Okay. Auf der Strecke haben wir den Mittelpunkt und durch diesen Mittelpunkt geht eine Mittelsenkrechte. Okay, ich zeichne einfach mal die Situation hier, ne? Wir haben eine Strecke AB. So. Ich markiere gleich mal den Mittelpunkt. Also die Strecke AB. Und wir haben auf dieser Strecke die Mittelsenkrechte gegeben. So. Und dann kommt Und da ist irgendein Punkt drauf, genau. Ne, geben wir da vielleicht auch einen Namen? Also immer gut, diese ganzen Objekte zu benennen, weil wir im Zwei-Spalten-Beweis dann sehr einfach nur sagen könnten, G zum Beispiel für Mittelsenkrechte. Und wir müssen nicht sagen, die Mittelsenkrechte auf AB oder so. Ja? Vielleicht machen wir noch einen rechten Winkel hin, weil wir wissen, die Mittelsenkrechte steht senkrecht auf AB. Also das ist jetzt die Situation mittelsenkrecht, oder? Und wir haben irgendwo einen Punkt P gegeben. Nehmen wir mal den hier. Okay. Was ist denn jetzt zu zeigen? Dass es einen beliebigen Punkt auf der Mittelsenkrechte gibt, der den gleichen Abstand wie B hat. Also egal, wo er liegt, ist immer der gleiche Abstand. Das ist was anderes, ne? Du hast gesagt, ja, du hast gesagt, zu zeigen ist, dass es einen beliebigen Punkt gibt, der den gleichen Abstand hat. Da könnte ich sagen, ja gut, dieser Punkt hat den gleichen Abstand, fertig. Das ist aber nicht zu zeigen. Nee, nee, jeder Punkt auf der Mittelsenkrechte hat den gleichen Abstand. Und deswegen haben wir uns jetzt mal einen beliebigen Punkt genommen. Das hätte jeder andere sein können. Und zeigen, dass der den gleichen Abstand hat von A und B. Wir müssen aufpassen. Ich weiß, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt in der Skizze nicht versehentlich einen günstigen Punkt nehmen, der den gleichen Abstand hat und alle anderen hätten nicht denselben Abstand oder so. Also wir müssen, das ist die Gefahr bei geometrischen Beweisen, dass man versehentlich ein gleichschenkliges Dreieck zeichnet und dann was am gleichschenkligen Dreieck beweist, obwohl es gar nicht gleichschenklig ist. Oder versehentlich ein rechtwinkliges Dreieck zeichnet und den rechten Winkel verwendet, obwohl gar kein rechter Winkel gegeben war und so weiter. Ja? Also wir müssen aufpassen, dass uns unsere eigene Zeichnung nicht täuscht. Okay, das heißt, wir müssen immer bei allem, was wir machen, allgemein denken. Also wir haben einen Punkt P gegeben. Das ist jetzt nicht gerade der Schnittpunkt hier unten, sondern es ist irgendein Punkt. Könnte auch der Schnittpunkt sein, aber irgendein Punkt P. Und ich habe mal hier oben einen Punkt eingezeichnet, der jetzt repräsentativ sein soll für einen beliebigen Punkt.
Und du hast gerade gesagt, was wollen wir zeigen für P? Und jetzt können wir das eigentlich schon ein bisschen formaler hier hinschreiben. Was ist zu zeigen? Dass jeder Punkt auf der Mittelsenkrechten den gleichen Abstand zu A und B hat. Wir sollen es für jeden Punkt zeigen. Jetzt nehmen wir mal einen Punkt P. Ne? Der ist jetzt Repräsentant für irgendeinen Punkt. Das heißt, wir wollen zeigen, dass der Abstand von A zu P, das ist die Länge der Strecke AP, ne? Das gleiche ist wie die Länge der Strecke BP. Also BP, wenn ich das so hinschreibe, vielleicht dann nochmal zur Schreibweise. BP, das bedeutet die Gerade durch B und P. Das hier bedeutet die Strecke mit den Endpunkten BP. Das ist ein Unterschied, ne? Also ohne Strich drüber, Konvention, unsere Konvention bedeutet das die Gerade durch B und P. Und mit Strich drüber ist es die Strecke mit den Endpunkten B und P. Und wenn ich dann noch Betragstrich in Rom mache, meine ich die Länge der Strecke. Die Länge der Strecke BP, und jetzt steht hier, zu zeigen ist, die Länge der Strecke AP ist gleich der Länge der Strecke BP. Okay, und wir wissen, wir wollen zwei Spaltenbeweis machen, und dann machen wir doch schon mal hier unsere beiden Spalten dahin, ne? So, und ja, immer so ein Problem, wo mache ich denn diesen Trennstrich, weil egal, wo man ihn macht, es wird immer zu wenig Platz sein. So, Nummer, dann der Schritt, den wir durchführen, und die Begründung. Okay. Ja. Du willst schon den ersten Schritt machen. Okay. Mhm. Dadurch ist so ein bisschen, dass die Mittelsenkrechte ist, bedeutet das, dass A zu, ich habe da noch einen Punkt gemacht, also dass da, wo die Mittelsenkrechte durch AB geht, habe ich immer einen Punkt genannt, ich habe jetzt C genannt. Okay, dann haben wir den Punkt Nummer C, ja. Also wir können ja jeden beliebigen Objekt hier benennen, ne? Genau. Mhm. Wir wissen, dass halt die Strecke AC genauso groß ist wie BC, weil es eine Mittelsenkrechte ist. Okay, das können wir ja mal sagen, ne? Also Schritt 1 sagst du, die Länge der Strecke AC ist gleich die Länge der Strecke BC, weil G Mittelsenkrechte von AB. Ja, die Gerade G ist Mittelsenkrechte der Strecke AB. Okay. Also wir wissen jetzt, diese Strecke AC hat dieselbe Länge wie die Strecke BC oder CB. Es ist egal, ne? Wir können beide Punkte in der Reihenfolge tauschen, weil Abstände, das war so ein Abstandsaxiom, Abstand von AB ist gleich der Abstand zu BA. Okay. Schau gerade mal, ob hier noch etwas kommt. Da kommt, das hört sich nach konkurrenten Dreiecken an. Ah ja, ja, da ist schon sozusagen, haben schon einige eine gewisse Intuition, worauf es hinauslaufen könnte. Okay, ich sehe aber noch gar keine Dreiecke. Was können wir als nächstes machen? Was habt ihr gemacht? Mal jemand anders. Ich trinke in der Zeit einen Kaffee. Hast du dich gerade gemeldet? Ja, perfekt. Wirfst du das Mikro mal dahin? Also ihr müsst jetzt lernen zu werfen. Ja. Oh, super. Toll. Das neue Mikro, das ich bestellt habe, hat übrigens so eine Funktion, dass wenn es geworfen wird, es sich ausschaltet. Was irgendwie cool ist, weil man dann keine Windgeräusche oder sowas hat. Ja. Hm? Ich habe jetzt zwei Dreiecke rausgemacht und zwar habe ich gesagt, A, C, P hat 90, hat eine 90 Grad Winkel und B, C, P hat 90 Grad Winkel. Okay. Warte mal, nicht so viel auf einmal, genau. Also du hast diese beiden Dreiecke betrachtet, ne? Also wir zeichnen jetzt einfach mal die beiden Strecken ein, AP und BP, deren Länge ja, von denen wir zeigen soll, dass deren Länge gleich lang ist. So, und was sagst du jetzt genau? Wir haben beide einen 90-Grad-Winkel. Beide haben einen 90-Grad-Winkel, warum? Weil B orthogonal auf AB liegt. Ja, G liegt orthogonal auf AB, das heißt, hat einen rechten Winkel
Und der andere Winkel muss auch ein rechter Winkel sein, wegen? Weil es insgesamt 180 Grad sein müssen. Genau, wegen dem Nebenwinkelsatz. Ne? Nebenwinkel haben zusammen 180 Grad. Okay. Mhm. Ja, also beide haben einen rechten Winkel. Mhm. Vielleicht sollte man das aufschreiben, oder? Vielleicht nennen wir den Winkel hier mal Gamma. Gamma ist 90 Grad. Also, wegen, das nehmen wir mal Alpha und den Beta. Ach nee, dann ist das hier oben ja Gamma, ne? Wie wollen wir den hier nennen? Nehmen wir den Delta. Delta ist 90 Grad. Wegen G ist Mittelsenkrechte. Und jetzt können wir sagen, der Winkel nebendran. Epsilon ist auch 90 Grad. Wegen Nebenwinkel und 2. Also wir wissen bei Zeile 2, Delta ist 90 Grad, dieser eine Winkel hat 90 Grad wegen der Mittelsenkrechten und dann hat der andere Winkel auch 90 Grad wegen Nebenwinkelsatz und weil einer der beiden Winkel 90 Grad hat. Okay, jetzt wissen wir also, diese beiden Winkel haben 90 Grad. Das ist schon mal hilfreich. So, es wurde schon gesagt, wir sind irgendwie auf der Suche nach kongruenten Dreiecken und der Anwendung eines Kongruenzsatzes. Da bewegen wir uns jetzt hin, ne? Du hattest dich gemeldet? Willst du? Ja. Nicht schlimm. Alle Zuschauer, die jetzt Kopfhörer aufhaben, haben wahrscheinlich eine Explosion gespürt. Nee. Hm? Ich glaube, ich habe das jetzt einen kleinen Schritt wieder gemacht. Das ist ein Problem mit der Prüfung. Ich hätte einfach, also für mich macht es einfach Sinn, dass es 90 Grad hat, weil es einfach immer noch. Ich habe gerade in dem Moment auch überlegt, ob ich es sagen soll. Aber ich wollte es halt nochmal tatsächlich so ein bisschen kleinschrittiger machen, dass wir sehen, was verwenden wir hier denn alles. Hm? Es ist immer so beim Beweisen, wir sind in der Community und wenn wir jetzt total Experten sind, also wir sind schon Experten bezüglich rechter Winkel, ne, dann kann man natürlich auch sagen, ja klar, die beiden sind rechte Winkel und fertig. Wir üben jetzt aber mal alles, was wir so wissen, nach Möglichkeit auch sauber aufzuschreiben, damit wir da am Ende einen sauberen Zwei-Spalten-Beweis stehen haben. So, also wir wissen jetzt, diese beiden Strecken AC und CB sind gleich lang. Wir wissen auch, diese beiden Winkel sind gleich groß. Ja? Und dann kann man noch die Strecke nehmen zwischen C und P. Also die Strecke CP? Genau, mhm. Ja, die Strecke CP. Ja. Die ist ja für beide Dreiecke auch gleich lang. Mhm. Dann schreiben wir das, also wir wollen irgendwie dann auf 1, 2, 3 und 4 verweisen bei unserem Kongruenzsatz, ja. Also ich schreibe jetzt mal hin, tut mir zwar ein bisschen weh, aber ich mache es trotzdem, die Strecke CP hat die Strecke, die Länge der Strecke CP, ja. Und da schreibe ich hin, ist klar, oder? Manche schreiben dahin, ist trivial. Ja, trivial. Aber ich mag das Wort nicht so. Ihr dürft auch Logo hinschreiben, ne? Logo. Oder noch besser, passt auf, safe. Schreiben wir safe hin. Ne? Ist safe. Wird es mit F oder mit V geschrieben? Weiß ich gerade nicht. Mit F, oder? Ja, genau. Safe ist das, ne? Okay. Safe. Gut. Also das CP gleich, die Gleichlänge hat wie CP, ist safe. Okay. Was kommt jetzt? Du hattest es schon im... Oder willst du mal? Vielleicht mal ein bisschen wechseln, genau. Ja. Genau. Ah, jawohl. SWS. Ja. Okay. Das heißt, dass die Dreiecke in zwei Seitenlängen übereinstimmen und den Winkel, die Seitenlänge einschließen. Genau. Der
in unserem Fall die, also CP ist ja gleich lang. Genau. AC und CB. Und bei beiden ist ja auch ein rechter Winkel. Ja, genau. Man sieht das gar nicht so gut mit Rot hier. Ja. Mhm. Dass die Dreiecke konkurrent sind und somit auch, dass der Abstand von A zu P und von B zu P gleich lang ist. Genau. Also wir wissen, die Dreiecke A, also wir schreiben es gleich so hin, guck mal, Dreieck A, C, P. Und jetzt nehmen wir das Kongruenzzeichen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ihr könnt ja schreiben, ist Kongruenz zu von mir aus. Ne? Aber man schreibt es oft auch so mit einem Gleichheitszeichen und so einem Kringel oben drüber. So eine Tilde, sagt man auch. Ne? Das Dreieck A, C, P ist kongruent zum Dreieck C, B, P. Wegen 2, nee Quatsch, wegen 1 natürlich. Die beiden Seiten hier sind gleich lang, AC und BC. Dann Winkel 2 und 3, also die beiden Winkel sind 90 Grad. Und 4, die zweite Seite, CP, ist auch eine gemeinsame Seite. Bei beiden Dreiecken ist natürlich auch gleich lang. Und wegen SWS. Kann man so hinschreiben. Ne? SWS ist klar, was mit gemeint ist. Kongruenzsatz SWS. Okay, und da die beiden Dreiecke kongruent sind, gilt was? Du hast es gerade gesagt. Was kann ich jetzt daraus schließen? Dass die Länge von A zu P und von B zu P gleich lang sind. Die Länge von A, B, A, P ist gleich die Länge B, der Strecke BP. Und das weiß ich wegen 5, weil die beiden Dreiecke kongruent sind. Okay. Ah, es wird gerade im Chat gefragt, was bedeutet denn die Tilde ohne Gleichheitszeichen drunter? Ist das nicht auch kongruent? Ja, es gibt unterschiedliche Schreibweisen, die in verschiedenen Büchern und so oder Vorlesungen verwendet werden. Man muss sich halt drüber einig sein, ne? Also Symbole sind immer Konventionen. Was meine ich mit einem Symbol? Und ja. Hollow Fool schreibt, dass die reine Tilde für Äquivalenzrelation steht. Oh ja, oder für Relationen wird es oft auch verwendet. Genau. Man will halt mit diesem Symbol hier auch sagen, dass sie nicht gleich sind. Ne? Also sind ja nicht die gleichen Dreiecke im Sinne von, dass es das ein oder dasselbe Dreieck ist, sondern sie sind nur deckungsgleich. Und deswegen hat man ein unterschiedliches Symbol zugleich gewählt mit dieser Tilde drüber. Aber es gibt auch andere Symbole, die verwendet werden und so. Wir müssen uns halt nur einig sein, was wir schreiben wollen, damit wir einander verstehen. Okay? Namespace. Genau. Man muss immer schauen, in welchem Namespace man ist. Sehr schön. Okay. Gibt es noch Fragen zu diesem Beweis? Nein.